Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mit Cassius Clay, dem 100 Bars Finale. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht wirklich, was es genau damit auf sich hat. Ich weiß nur, dass es jetzt mit Attitude Movement soweit Richtung Ende geht. Was ich sehr, sehr schade finde, weil ich finde, das ist aktuell eines der besten Labels in Deutschland. Ich habe letztens erst das Interview mit Twizzy, Marvin und eben Cassius geguckt und ich war wirklich nochmal fasziniert, wie vielschichtig die Leute sind und wie viel Eigendynamik die eigentlich in ihr Label stecken. Also was die eigentlich alles selber machen und wie viel die ranklotzen müssen, obwohl die einen Vollzeitjob haben, finde ich fantastisch. Weil es wirklich so eine Art von Eigenarbeit ist, die man gefühlt von sehr vielen anderen Rappern so gar nicht kennt. Finde ich krass. Vor allem die Geschichte von Cassius Clay, der erzählt hat, dass er auf Excess, seinem letzten Album, halt den gleichnamigen Excess durchgemacht hat, ewig lange, und sich, ja, was weiß Gott, nochmal alles reingeworfen hat und extrem drunter gelitten hat. Dann hat er noch eine abusive Beziehung gehabt mit einer Freundin, die sehr an Amber Heard erinnert hat, so wie er in Johnny Depp erzählt hat. Den Song habe ich erst vorgestern gehört und ich war richtig ergriffen davon. Also ich habe den noch direkt weitergeschickt und habe mir gedacht, das ist emotional von der Tragweite, von dem, was gesagt wird und wie es gesagt wird, stärker als vieles, was ich in letzter Zeit gesehen und gehört habe. Dafür riesigen Respekt. Ich habe auch erst dann und durch das Interview dann gemerkt, wie gut Cassius Clay eigentlich singen kann, dass der Mann ja auch eine Gesangsausbildung hinter sich hat. Alles Sachen, die ich sehr cool finde, die ich selber auch gerne wirklich noch ein Stück mehr können wollen würde. Der kann ja auch richtig gut Double Time, was ich ihm schon immer hoch angerechnet habe. Und auch im JBB damals hat er gut abgerissen, auch wenn ich sagen muss, dass er mir damals noch nicht ganz so zugesagt hat, wie er jetzt als Künstler tut. Auch Nu Metal ist ja jetzt so eher sein Ding, fand ich auch sehr geil. Hier, finde ich, erwartet uns aber eher klassisches Punchline-Bars-Gewitter, wie ich es liebe. Ich finde es generell cool, dass die Attitude-Künstler sich fern von Playlist-Zeiten und halt wirklich den oldschooligeren Rap zelebrieren, wo man leider sagen muss, dass es mittlerweile oldschool ist. Aber Leute wie ich lieben das und wir werden das für immer aufrechterhalten. Und mit diesen Worten starten wir rein. 100 Bars Finale. Let's go. Ganz kurz. Ich finde von dem Sample her hat das was von so einem von Mario 64. Wie man hier sehen kann, bin ich schon seit einer Weile großer Mario-Fan. Da hinten habe ich auch noch einen Cooper und einen Shy Guy rumstehen. Und dieses Sample erinnert mich halt wirklich bei Mario 64 an diese synthetischen Beats am Anfang und am Ende. Der Synthi, der das macht, ist relativ bekannt. Und keine Ahnung, gib mir irgendwie die Feels davon. Diese Rapper wollen gefährlich sein, aber jeder von denen wird, wenn ein Labelmanager dick im Mund hat, für ein bisschen Umsatz zum Wichse Schlucker. Junge, richtig starker Einstieg direkt am Anfang. Ich find's cool, wie die 808 reinkommt, die klingt richtig schön satt, richtig schön dick. Ich weiß nicht, ob das eine 808 alleine ist oder ein Kick mit einer 808, hat aber auf jeden Fall ordentlich Wumms. Ich find's cool, dass das Sample weiterläuft. Das geht nämlich richtig cool mit dem Flow los, den Cassius hier bringt. Wunderbare Reime, gehen wir nochmal drauf ein. Diese Rapper wollen gefährlich sein, aber jeder von denen wird, wenn ein Labelmanager dick im Mund hat, für ein bisschen Umsatz zum Wichse Schlucker. Junge, was? Das ist so in sich verzahnt, das ist richtig gut. Diese Rapper wollen gefährlich sein, aber jeder von denen, da haben wir schon mal die Ebenreime. Wenn ein Labelmanager dick im Mund hat, für ein bisschen Umsatz zum Wichse Schlucker. Dick im Mund hat für bisschen Umsatz zum ja, ne, ist mega, ist wirklich mega gut, wie er das da runterrattert. Mach den Beat, dann ist Fink im Mutter, hol selbst genannte Helden schneller von ihrem Trippe runter als Billy Butcher. Der letzte Das ist geil, das ist eine coole The Boys Zeile. Holt selbsternannte Helden von ihrem Trip herunter wie Billy Butcher. Ist geil, weil das ein Reim ist, der direkt darauf kommt, wie Dünner Lauch, wie Günther Jauch oder so. Und hier holt er selbsternannte Helden, also wahrscheinlich die Rapper, die ganz oben sind, die sich selber für die geilsten halten, aber eigentlich nicht so geil sind, von ihrem Trip herunter, indem er sie halt herabstuft lyrisch und gleichzeitig vergleicht er das mit The Boys, dem Charakter Billy Butcher, der versucht, diese Helden, die auch sehr, sehr shady sind, halt abzumurksen. Und das ist so die Parallele, finde ich cool. Vor allem eben wegen dieser Reimstruktur. Selbsternannte Helden schneller von ihrem Trippe runter als Billy Butcher. Der letzte Gurt dieser Dis. Geil, jetzt kommt das Drumset rein. Snare spielt diesen klassischen
Rhythmus, den man ja schon von hunderten Battletracks kennt. Ist geil und das Sample geht jetzt anscheinend eine Oktave höher, ist sehr cool. Ansagen doch, wenn man ein Battle fordert, verschwinden sie. Rappen lieber wieder von Zenis, Coca und Zillidin. Texte wie von Geisterhand, Paranormal Activity. Geil, cooler, wahrscheinlich cooler Ghostwriter-Vorwurf. Auch geil gereimt wieder, Paranormal Activity. Er hat es ja komplett gereimt, glaube ich. Also, na. Ach, Silben, Junge. Cash ist gefühlt noch viel kranker als früher. Ja. Paranormal Activity, wie das auch im Hintergrund noch jemand ruft. Die Playback-Konzerte Menschen leer, das ist doch jetzt bestimmt ein Diss an Tilo. Wusste ich gar nicht, dass er auf Insta gecancelt wurde. Krass. Ist natürlich echt dumm, vor allem wenn man weiß, dass so ein Cashes 100 mal mehr hasselt als gewisse andere neue Künstler. Cashes war so loco, kurz vorm Breakthrough und dich hat immer noch keiner auf dem Schirm wie das Jarambo-Logo. Dich hat immer noch. Waren 32. Das war auch ziemlich cool. Kurz vorm Breakthrough und dich hat immer noch keiner auf dem Schirm wie das Jarambo-Logo. Sie recoupen nicht trotz massiv Promo, stecken den Kopf in den Sand und ich kam im Gottmord aus jedem Kampf wie Goku. Das sind nur neue. Sehr geil, Gottmodus. Goku, Son Goku, muss ich glaube ich keinem erklären. Super Saiyajin Gott. Ja, obwohl, den wird jetzt wahrscheinlich, wenn die Oldschool Dragon Baller nicht kennen, dann spart euch am besten Dragon Ball Super zu gucken, aber so viel gibt eine neue Form, wo Son Goku halt nun mal rote Haare bekommt. Darauf spielt der Cashes an. Ambo-Logo, sie recoupen nicht trotz massiv Promo, stecken den Kopf in den Sand und ich kam im Gottmord aus jedem Kampf wie Goku. Das sind nur neureiche Major-Slaven, doch niemals Gegner. Ihr habt kein Feuer mehr, ich brenne noch Tobias Regner. Geht für okay, keine Ahnung, vielleicht ist es eine Anspielung, die ist aber an mir vorbeigegangen. Packt die Ochsen bei ihren Artgenossen im Viehcontainer. Mega, mega geil. Ich liebe es, wenn so gereimt wird. Ah, vor allem, weil er so viel auf Nomenreime achtet. Ey, das ist zum Niederknien. Ich find's. Oh. Ach, so schön. Das gibt mir einfach was. Geht für ein paar Euros auf die Knie wie ein Friesenleger. Packt die Ochsen bei ihren Artgenossen im Viehcontainer. Ihr seid Millionäre. Was fickt ihr noch immer? Pimki Viber. Deutsche Pikonen machen Single. Jetzt die so klingen wie Leila Pop. Ich find's auch geil, wie er die Silben hier in dem Beat pumpt. Darauf muss man auch mal achten. Viehcontainer, Achtung jetzt. Was fickt der doch immer? Was für Weiber? Keine Ahnung, aber da kommen die Konsonanten so richtig raus, das liebe ich. Es poppt so richtig raus, ich finde es cool. Zeig den noch, wie man spittet, der 80er Rocky Synthesizer. Genau, die Silben so in den Beat zu pumpen, ist halt echt nicht einfach. Vor allem, wenn du Rap-Anfänger bist, da fühlt sich das richtig ungewohnt an. Und ich finde, der macht das richtig souverän. Keine MCs, das sind Marketing-Gags. Album über Hits, jenes ist ein brutales Comeback. Bruder, du spielst nicht mein Spiel, nur weil du paar Jahre rappst. Mach dein Switch-Hit weiter, bleib aus meinem Stadion weg. Herkunft USA, Musiker, Pferde, Lunge mit Redneck-Zunge. Du Superstar, warum sammelst du Payback-Punkte? Warum bringst du Viagra mit zum Schwanzvergleich? Doch dann daheim erscheint der kalte Schweiß, wenn das Finanzamt schreibt. Genau, das ist halt auch geil, diese typische Shadiness, wie das manche Leute heutzutage haben, dass die in ein Label gehen, riesen Vorschüsse haben, dann vor der Kamera so tun, als ob sie unglaublich viel Geld haben, aber im Nachhinein dann arme Schlucker sind, Vorschüsse sind weg, sie müssen nachzahlen, sind verschuldet und genau, dann hast du das Ding mit den Payback-Punkten und Angst vom Finanzamt. Und auch wenn du Schmuck Millionen im Netz gemacht hast, warte, was passiert, wenn du Vollidiot mich den nächsten Mal anfasst? Wurde da hat er geil auf die Snare gefloat. Da. Das geht perfekt auf die Snare, ist geil. Wenn du Schmuck Millionen im Netz gemacht hast, warte, was passiert, wenn du Vollidiot mich den nächsten Mal anfasst? Wurde groß zwischen Blockbewohnern, Verbrechern, Hassern. Junge, Blockbewohnern, Verbrechern, Hassern. Das muss man einfach würdigen. 9 Silben. Geil, kein Zweckreim. Ich lieb's. Die missformten zum Rock'n'Roller wie Jared Butler, wow. Digi hat er nicht gesagt, doch leider hat er das gesagt. Und jetzt hast du den Salat. Und wenn ich anfange mit meinem Part, dann hilft dir auch nicht weiter, dass der Kumpel vom Cousin deines Onkels mein Kampfsporttrainer war. Die halbe Stadt klebt mir am Arsch, als hätte ich cool. Dieses hat er nicht gesagt, wäre jetzt keine Anspielung an Morgana, oder? Sollten die sich nicht auch mal battlen oder so? Ich glaube, die haben sich irgendwie mal angebieft oder so. Aber
wie er es gerade betont hat, hat er nicht gesagt, doch leider hat er das gesagt. Jetzt hast du den Salat. Wie er das rübergebracht hat, auch richtig cool. Vor allem, wie trocken er das rüberbringt. Das hat so eine ganz eigene Art. Kohle zu verschenken. Parallel muss jede zweite Schicht als Fototermin enden. Jetzt ist Schluss mit Blenderei, solange ich Fame bin und arm. Hast du mein Album nicht gekauft? Steck dir dein Selfie in Arsch. Dank eurer Gaming-Scenes verzocken Kids, ihr Leben im Casino. Und von ehrlichen Problemen erzählen sie nichts am Mikro. Wenn ihr Politik macht, fick ich euer Leben so wie Rezo. Und klärt immer Mädels dann wie der Kollege da von Tilo. Das ist den Test, oder du spritzt, wenn deine Zähne durch die Was ein Line eigentlich. Stimmt, das mit dem Tilo-Skandal, mit dem sein Kumpel, habe ich auch mitbekommen. Rezo-Line bei der Politik fand ich auch ganz cool. Und klärt immer Mädels dann wie der Kollege da von Tilo. Das ist den Test, oder du spritzt, wenn deine Zähne durch die Gegend fliegen. Schon bevor du von mir auf die Fresse dafür kriegst. Ich geb Fick auf alle, ich geh bis zum Ende für den Shit. Solange bist keiner meiner Brüder mehr Pesto-Nudeln frisst. Damals kein Geld für die Miete, doch hab mir selber bewiesen. Erst recht, wenn es Krisen gibt, zeigt sich, wer ein Fake und wer real ist. Und ich verzieh bei Stress keine Miene. Selbst kein Nacken sagen, Walla, dieser Cash ist Maschine. Walla, dieser Cash ist Maschine. Junge, da auch wieder 5-7. Der Typ zieht einfach durch. Ich lieb's. Es wird auch nicht langweilig, finde ich. Und ich finde es auch geil, was die aus dem Video rausholen. Dafür, dass er hier nur vor einem Screen steht und im Hintergrund diese Effekte die ganze Zeit hat. Kann auch sein, dass es einfach nur ein schwarzer Hintergrund ist und der für die Szenen extra rausgekeyt wurde. Aber ich finde es ziemlich geil mit dem Schwarz-Weiß-Look, wie da manchmal aus seinem T-Shirt gezoomt wird. Manchmal wird es shaky und du hast dann, wie gesagt, diese Einblendungen hier. Ist cool, das passt irgendwie. Das hat eine ganz eigene Atmosphäre. Wir gehen aus den Nummern nicht mehr friedlich raus. Bring 100 Bars mit Video raus, das Ungeziefer gibt Applaus, ja. Du siehst das Dschungel. Stimmt, wenige machen das mit 100 Bars mit Video, das muss man auch mal erwähnen. Nummern nicht mehr friedlich raus. Bring 100 Bars mit Video raus, das Ungeziefer gibt Applaus, ja. Du siehst das Dschungelcamp ist Kino aus. Und außer deiner Mutter fick ich nichts mehr unter Bundesliga-Spielerfrau. Junge, was? Nochmal. Aus den Nummern nicht mehr friedlich raus. Bring 100 Bars mit Video raus. Nummer nicht mehr friedlich raus. 100 Bars mit Videos raus. Ungeziefer gibt Applaus, ja. Ungeziefer gibt Applaus. Du siehst nach Dschungelcamp ich Kino aus. Du siehst nach Dschungelcamp ich Kino aus. Außer deiner Mutter fick ich nichts mehr unter Bundesliga-Spielerfrau. Außer deiner Mutter fick ich nichts mehr aus, außer Bundesliga-Spielerfrauen. Siebensilbiger Nomenreim. Ohne Zweckreim. Ein Vierzeiler aufgebaut. Kann auch sein, dass davor noch mehr waren. Da müsste ich nochmal drauf gucken. Das ist ja... Und das sind 100 Bars. Das ist... Schade, dass sowas heutzutage nicht mehr so gewürdigt wird. Ich kann's nicht oft genug sagen. Ich lieb's. Ich bin so fucking true to the art. Ich lad das Video... True to the art. Ja, ja. Genau das. Genau das. Fick ich nichts mehr unter Bundesliga-Spielerfrau. Ich bin so fucking true to the art. Ich lad das Video hoch auf Rot. Scheiß drauf, ob YouTube bezahlt. Dann mach ich lieber wieder lila Rex mit Puder und Gras. Bevor mir irgendwer verbietet, dass ich suchen soll, sag. Ja, genau das. Und genau das finde ich so geil, dass er in dem Punkt einfach auf dieses schnelle Geld durch Musik scheißt und lieber wieder also okay, sollte man jetzt nicht so befürworten, aber halt lieber zu solchen Sachen greift, um Geld zu verdienen, als sich die Musik verbieten zu lassen. Nach dem Motto, man lebt nur einmal, ich habe nur diese Kunst, warum sollte ich mich verstellen und verbiegen dafür? Eine Aussage, die übrigens in Zeiten wie heute, in Zeiten, wo Musik so behandelt wird wie heute, so respektlos, so seltsam und komisch, ist so eine Aussage noch 10-mal stärker, als sie vor 10 Jahren war. Rap, echter Rap, ist mittlerweile eigentlich nur noch eine Protestbewegung gegen den aktuellen neumodischen Plastik-Rap. Und den macht er hier, den macht Attitude und ich find's richtig stark und ich bewundere das. Weil das sogar es ist eine Lebenseinstellung, so also einen Rap zu machen. Du verzichtest damit auf Geld, auf Anklang, auf die großen, großen, richtig großen Bühnen. Du machst das alles nur dafür, um echte Kunst zu machen. Und das, wie gesagt, ist fucking bewundernswert. Nichts als Liebe für so eine Aussage. Skill-Level für immer euer Coach. Jetzt schnappt euch Daddy schon im Internet die Bitches weg wie Connery und Indiana Jones. Daily Soap auf Rap-Update, nur Kindergarten-Show. Und dann komm ich da raus und zeige diesen Pissern, wie man float. Zieh den Karren aus dem Dreck. Übernehm das Steuer, lege Feuer für die ganzen Ratten unter Deck. Ich bin anders. Übernehm das Steuer, leg das Feuer für die ganzen Ratten unter Deck. Ich bin anders. Ich habe anders, ich bin fresh und wieder gereimt. Steuer lege Feuer für die ganzen Ratten unter Deck. Ich bin anders, ich bin fresh und wenn ich sage, ich sterbe für meine Überzeugung, so wie Eddard Stark, dann mach es das in HMV. Ich sage, ey, ich sterbe. Wie hat er das geflowt? Das war auch interessant. Anders, ich bin fresh und wenn ich sage, ich sterbe für meine Überzeugung, so wie Eddard Stark, dann mach es das in HMVP, Bruder. Er zieht so durch, MVP, Bruder. Ich sage, ich sterbe für meine Überzeugung, so wie Eddard Stark, dann mach es das in HMVP, Bruder. Guess who's back? Digi Quartier, Latein ist Westen, es hier spuckt dich keiner aus, wenn du dich fressen lässt. Mein Leben war der letzte Dreck, doch rate, wer sich dann in einem Jahr mit 30k in Cash und Steak aufsetzt. Alles ohne dicken Deal, alles nur durch 70 Stunden Wochen, seit dem Jahr und bisschen Disziplin.
Ich finde das so krass, 70-Stunden-Wochen seit einem Jahr, hat er ja auch schon erzählt und hat gesagt, ihm geht's gut, trotz allem. Also es schafft ihn, aber ihm geht's gut. Das finde ich so krass, wie kann man denn 70 Stunden durchziehen? Alter, da würde ich liegen, da würde ich meinen Depressionen erliegen und allem. Das wäre doch gar nicht tragbar. Also ich finde es krass, ich finde es wirklich krass, wie er das durchzieht. Es klang unmöglich für mich nüchtern sein und nicht mehr ziehen. Aber guck mal, ich war süßig und jetzt bin ich clean. Und die letzten 20 Zeilen sind für dich, du Pisser. Es wird um mich 2,5 Jahre nicht mehr sicher. War lange ruhig, aber jetzt ist Gewitter. Weil dich Twizzy Punch und Karma, aber ich noch nicht gefickt hab. Beuteschema 2, ich dachte Kickstart-Karriere. Ich war Soldier Diggy ready, den Weg mit durchzugehen. Wusste ich, habe Talent, aber nichts von Verträgen. Jede Abrechnung gefälscht, doch schwingst vom Business reden. Sagst, jeder Fehler, den wir machen, wird jetzt konsequent bestraft. Auf einmal haben wir Personenschutz vom Rocker-Dezernat. Auf einmal Telefonate über gebrochene Beine. Wenn ich öffentlich mache, wie viele Songs ich dir schreibe. So krass eigentlich. Ja, wie kommen wir wieder zur Saat-Geschichte? Und ich find's cool, wie er das eingeleitet hat mit den letzten 20 Bars für Saat. Halt, dass du dir halt wirklich, dass du dir Schutz suchen musst, weil du Angst hast, du wirst bedroht, nur wenn du herausplauderst, dass du für den Mann geschrieben hast und im Endeffekt auch nie entlohnt wurdest. Twizzy und Punch sind da 100-mal schlimmer getroffen worden als Cashes, aber der auch. Die wurden alle über den Tisch gezogen. Man, ohne dich wäre ich schon Star. Doch egal, Digga, denn ich bin Kämpfer. Kommt aufs Gleiche raus, am Ende dauert's nur ein bisschen länger. Warum leb ich noch, du Pseudo-Mafia-Hinterwäldler? Kredibilität und Top-Ex, guter Minnesänger. Das hier ist für dich, Album Nummer 2, Pinocchio. Gott ist groß, heute bist du Top 10, Bro, du Vollidiot. Album 2 Pinocchio, Gott ist groß, heute bist du Top 10 Broke, das war auch geil, du Vollidiot. Attitude Movement steht für Chart, Erfolg und volle Shows. Denn wenn wir kommen, gibt es Wodka auch. Oh, das Attitude Abschiedskonzert, das letzte Mal zusammen auf der Bühne, das tut weh, das tut richtig weh, weil ich das Label sehr, sehr feier. Ich weiß jetzt nicht, ob es das Ende vom Label ist oder einfach nur das letzte Konzert des Labels für eine Weile. Aber das tut weh. Schade. Wirklich schade. Weil es halt auch wieder so ein überragender Song war, was man dazu sagen muss. Und dass die Dynamik zwischen Twizzy, der ja auch lange schon keine richtige große Musik mehr macht, Punch und der die so die Lust am Musik machen verloren hat und Cashes jetzt nicht mehr so da sein wird, ist schade. Ist wirklich schade. Naja, aber starker Track, kann man nichts anderes sagen. Ich habe es sehr, sehr doll gefeiert, aber das habt ihr wahrscheinlich gesehen. Wenn ihr mehr zu Cashes sehen wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich würde es auf jeden Fall feiern. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Euch noch ein schönes Wochenende. Ich bin raus. Ciao. Wieder back in meine City mit der Millie, packe Tech in Gepäck, Attack, tackle die Fans, bange sie weg mit Rap, Bretter wie Eminem, bin so wie Tom Brady, denn ich tackle die Fans. Und dann sind sie von dem Rap überzeugt, ja, deine Fans, sie bekennen sich neu, haben erkannt, dass das Stuff von dir wack ist, die ändern sich, werden mir treu.